Hallo ihr Lieben, ich wollte euch ein kleines Live-Update heute geben. Es wird ein sehr kleiner Vlog, aber ich wollte ihn trotzdem filmen, um größere Überraschungen zu vermeiden. Und zwar werde ich wieder umziehen. Ja, ich habe damit selber nicht gerechnet, aber es ist so. Und ich kann euch noch nicht so genau sagen, warum, wohin und so weiter, weil ich ein Privatleben habe und so. Aber ich wollte euch trotzdem nicht vorenthalten. Damit ihr nicht überrascht seid, dass ich demnächst wieder einen ganz anderen Hintergrund habe. Heute ist Samstag, heute ist Organisationstag angesagt. Ich bin gerade ein bisschen am Ausmisten. Und ja, ich will aber trotzdem ein bisschen den Tag genießen. Deshalb werde ich auch rausgehen, in ein Café gehen, spazieren gehen, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren und euch einfach ein bisschen mitnehmen. Und ja, euch gleich ein bisschen erklären, was gerade wieder alles in meinem Leben passiert. Und ich bin am Ausmisten. Ich zeige euch mal ein bisschen, was ich schon ausgemistet habe. Ja, hier habe ich ganz, ganz, ganz viele alte, oh, meine sexy Flipflops hier. Ganz viele alte Unterlagen aus Fernstudium und so weiter, die ich jetzt mal wegtue, weil ich sie eh in PDF-Format habe. Aber trotzdem tut es weh, sich von sowas irgendwie zu trennen. Das war alles immer sehr interessant. Dann ein paar Klamotten, die noch gut sind. Und ja, habe ich eine Trilliarde Bücher, ein Fotoalbum, das ich seit 5 Jahren mit mir rumschleppe und das niemals ausgefüllt werden wird. Deshalb werde ich es jetzt wegtun. Eine DVD, die ich nicht schauen werde. Ja, alles Mögliche. Und das werde ich jetzt alles zu einem Bücherregal bringen. Ich weiß, dass man normalerweise keine Klamotten in Bücherregale tut, aber die Leute hier machen das immer. Also die stellen einfach so einen kleinen Karton hin mit Klamotten und dann nimmt es mit, wer will. Und wenn es niemand mitnimmt, dann werfe ich es halt wieder weg. Es ist eh nebenan. Aber ich finde das so ganz praktisch und das mache ich eigentlich immer so, wenn ich umziehe. Und falls ihr euch fragt, warum ich deutsche Bücher in einen französischen Bücherschrank mache, tatsächlich ist das kein Problem. Immer wenn ich da deutsche Bücher reinstelle, gehen die gut weg. Und es gibt in Lyon tatsächlich einige Deutsche, vor allem so hier im Viertel und ein bisschen weiter hoch zu Carus gibt es mehr als genug Deutsche. Was kann ich euch zu dem Umzug erzählen? Also erstmal, in dieser Wohnung wollte ich sowieso nicht bleiben, beziehungsweise wollten wir nicht bleiben, weil. Erstens, schaut euch diesen himmlischen Einbauschrank hinter mir an und diese wunderschöne rosa Wand. gut, daran ist es nicht gescheitert, aber es ist zumindest nicht unbedingt. Zumindest das Schlafzimmer ist nicht gerade wunderschön. Vor allem ist das Hauptproblem aber die Lautstärke. Wir wohnen an einer Straße, in der nachts Leute so Autokorsos machen und einfach Hupen, Musik anmachen und rumschreien und das teilweise die ganze Nacht. Das war natürlich besser während der abendlichen Ausgangssperre. Und jetzt ist natürlich alles wieder wie vorher. Und ja, ich muss sagen, unter diesen Bedingungen, dafür ist die Wohnung dann doch zu teuer, dass ich mir sowas antue. Dann gibt es einige Gründe privater Natur, die ich hier einfach nicht teilen möchte, weil das nicht nur mich angeht, sondern auch noch andere Menschen betrifft und ich niemanden im Internet bloßstellen möchte. Ich hoffe, das könnt ihr verstehen. Es geht nicht darum, dass ich über sowas nicht sprechen will, aber es geht eben nicht nur mich an. Und ein weiterer Grund ist, dass ich mich tatsächlich in Lyon nicht so wohl fühle, wie ich gedacht habe. Lyon ist eine wunderschöne Stadt. Und es ist nicht die Schuld von Lyon, dass ich gehe in dem Sinne. Und ich werde Lyon furchtbar vermissen. Aber das Problem ist einfach, dass als ich nach Lyon gezogen bin, erstens wusste ich nicht, dass die Pandemie noch so lange weitergeht. Ich wusste nicht, dass es, ja, dass ich so wenig von dieser Stadt habe und so wenig von der Umgebung und so weiter. Und ich konnte mich hier schon integrieren. Ich habe auch wirklich nette Leute kennengelernt, die ich wahnsinnig vermissen werde. Aber ich habe einfach so für mich festgestellt, es ist nicht 100% mein Vibe hier. Und es war toll, als ich hier studiert habe. Es war wirklich fantastisch. Ich habe Lyon geliebt als Studentin. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, ich bin nicht in der richtigen Lebensphase für Lyon. Ich habe gemerkt, dass hier eigentlich vor allem junge Familien mit Kindern und Studenten wohnen. Aber so Leute wie ich, die irgendwie, keine Ahnung, noch keine Kinder haben und Selbstständige sind und irgendwie so, die sind hier so wenig, also es gibt sie schon, aber sind einfach wenige. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen irgendwie nicht in der richtigen Lebensphase für diese Stadt bin. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Ja, das sind eigentlich so meine Hauptprobleme hier gewesen. Ich war jetzt trotzdem nicht die ganze Zeit unglücklich und ich bin total froh, dass ich dieses schwierige Jahr mit der Pandemie hier verbracht habe und nicht in Paris oder so. Einfach weil ich hier weniger Miete gezahlt habe, man hier viel mehr machen konnte, das Wetter schöner war und so weiter. Es gibt hier viele nette Cafés, die auch einfach Kaffee zum Mitnehmen verkauft haben und man konnte sich trotzdem noch draußen hinsetzen, selbst im tiefsten Winter. Oh mein Gott, jetzt ist das Sofa mal wieder eingekracht.
Den Outtake schneide ich rein. Das passiert dauernd. Die Latten krachen immer raus, wenn man sich hier drauf setzt. Ich mache sie gleich wieder rein. Dieses Sofa ist auch ein Grund, warum ich ausziehen möchte. So, jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt von meiner aktuellen Lage und ich werde jetzt meine Sachen wegbringen und dann nehme ich euch ein bisschen mit in die schöne Stadt Lyon. Heute ist auch schönes Wetter, zum ersten Mal seit langer Zeit und ich habe auch Lust, einfach noch ja, Lyon zu genießen. Und übrigens werde ich natürlich auch noch oft genug hier sein und Leute besuchen und ich werde auch erstmal noch ein paar Sachen hier lassen müssen und so. Also, es ist noch nicht vorbei mit mir und Lyon und wird auch hoffentlich nie vorbei sein. Falls ihr oft umgezogen seid, wisst ihr vielleicht, wie das ist. Aber wenn man einmal irgendwo gelebt hat, bleibt das immer so ein bisschen ein, ja, ein Zuhause. Diesen wunderschönen großen Spiegel und diesen Kronleuchter werde ich übrigens schon vermissen. Ich bin gerade schon eine Weile wieder zu Hause. Ich habe ein bisschen was erledigen müssen. Ich habe übrigens diese wunderschöne, oh, man sieht es nicht richtig, Lyon-Tasche gekauft. Freue mich schon, wenn ich die tragen kann dann. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mit dem Fahrrad losfahren, mit dem Leihfahrrad. Leider haben wir Hochwasser. Das heißt, beide Flüsse sind überschwemmt. Das heißt, ich kann nicht am Fluss langfahren. Mal sehen. So, ich bin wieder zu Hause und ja, ich mache mir jetzt noch einen ruhigen Abend. Ich werde noch ein bisschen ausmisten hier, aussortieren und so weiter. Und ja, ich hoffe, dass dieser kleine Vlog ja nicht zu überraschend kam. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare wie immer und wir sehen uns dann im nächsten Vlog.